Lucas. Lucas. The guy from Austria in the snow. He took. Oh, the three. And I really like this one from Lucas. This is in Austrian Graz. Check this out. Ja, hallo und guten Morgen zum neuen Video. Und zwar ist es 7 Uhr circa und ich mache mich auf den Weg nach Passail, weil wir als Verein dort einmal einen Pumptrack gebaut haben und den werden wir heute ein bisschen herrichten bzw. schauen, wie er überhaupt beieinander ist. In diesem Sinne gehen wir es an, freue mich schon und dann gehe ich wahrscheinlich ein bisschen Skatepark fahren. Und vielleicht filme ich auch etwas, wenn es cool wird. Los geht's! So, jetzt fahren wir gerade über den Schöckel. Da würde ich jetzt wahrscheinlich auch lieber Downhill fahren als arbeiten gehen. Na, naja. So, wir haben die Steine rausgekratzt. Und werden da jetzt noch ein bisschen Steinmehl als Topschicht verteilen. Und dann mit der Rüttelplatte drüber fahren und idealerweise wird es dann so hart wie da. Ja, schaut außerdem schön aus, dieses Steinmehl. Also, der Baufortschritt ist ein Wahnsinn. Wir sind die geilsten Menschen, weil wir da einfach den Pumptrack machen. Das sind ja so diese coolen Pumpjumps überall. Jetzt wird alles noch verteilt in zur Smooth Transition. Und dann die Kurve, wenn man da drüben hinschaut. Ein bisschen Mehl ja, drinnen gut. Und so. Das wird jetzt alles geprrrt, wird es mit der Rüttelplatte. Und dann kannst du da flippen. Es ist 27,5 kompatibel. Oh, besser als der Manitou. Ja, ja, ist ein Manitou. Ist die RST eine Manitou? Ja. RST ist Manitou. Ja, ja, ja. Oh. So, nachdem wir jetzt ein bisschen verschönert haben, diesen Pumptrack in Passail, drehen wir mal eine Runde. Schön gemütlich. Jetzt die Alternativline. Ja.
Ja, es ist vermutlich nicht der geilste Pumptrack, aber er ist auch nicht komplett schlecht. Ich bin so eigentlich zufrieden, wie er geht. Und jetzt ist nicht das Ende vom Video, sondern ich glaube, wir fahren halt so ein paar Skateparks und schauen, was dort noch so geht. Den freien Tag nutzen und ein bisschen Skatepark riden. Juhu! Nächster Skatepark auf unserer Mini-Tour ist der Skatepark Gleisdorf. Der schaut eigentlich also irgendwie gar nicht so schlecht aus. Und da gibt es einen ganz kleinen Radl-Table sogar auf der Seite. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, so die 110% geile Tricks waren heute nicht dabei. Mal schauen, ob sie ob der Video ausgeht. Danke auf jeden Fall fürs Anschauen, falls ihr Video ausgeht. Und bis zum nächsten Mal.